Juliana, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du aus Ungarn gekommen bist, damit wir miteinander Gespräche halten können, die aufnehmen können. Heute sprechen wir über die Verfolgung und Terrorisierung der germanischen Heilkunde. Ja? Ich grüße dich auch sehr herzlich, Dankeschön. Gerd, und ich freue mich sehr, hier zusammenzusitzen. Inzwischen wissen Millionen Menschen auf der Welt, dass es Dr. Rieke Gerd Hamer ist, der den Menschen die fürchterliche Angst vor dem Krebs genommen hat. Du hast viele Bücher über die germanische Heilkunde geschrieben, in denen du erklärst, dass der Krebs ein biologisches, sinnvolles Geschehen ist, ein biologisches Sonderprogramm der Natur. Das ist richtig, ja. Das hast du in 5 biologischen Naturgesetzen festgelegt und in vielen von deinen Büchern kann man lesen, dass das nicht nur einfach sich über 5 biologische Naturgesetze handelt, sondern das ist ein ganzes System unserer Gesellschaft. Die ganze Gesellschaft müsste sich im Ganzen ändern. Ja. Entsprechend dem, wie das von der Natur eigentlich in unserem Gehirn konzipiert ist. Ja? Wir haben ja einen Code im Gehirn. Und wir können nicht einfach Zivilisation machen, ohne diesem Code zu folgen. Ne? Das hat auch die Germanische herausgefunden, dass wir nur eigentlich ein gutes Leben, ein glückliches Leben haben, ein naturgemäßes Leben haben, wenn wir diesem Code folgen. Ja, und das alles ist im Ganzen die germanische Heilkunde. So ist richtig, ja. Meine Gegner und die durch Propaganda zumeist hirngewaschenen Menschen wollen oder können mich nicht verstehen. Sie meinen, ich solle mich auf die germanische Heilkunde beschränken und die Sterbenden und Toten vergessen. Könnt ihr denn ruhig bleiben, wenn ihr wisst, dass morgen vielleicht schon euer Kind und übermorgen eure Geschwister oder Eltern erbarmungslos exekutiert werden, und das ohne jegliche Notwendigkeit und einzig aus religiösem Wahn? Bitte versteht, dass ich als Entdecker dieser wunderbaren germanischen Heilkunde ganz besonders die Pflicht habe, dem Massenmord an unseren Patienten zu wehren. Und diese Pflicht werde ich bis zum Ende meines Lebens treu erfüllen. Die Presse und die Medien berichten seit 32 Jahren über deinen Antisemitismus. Pausenlos, ja. Du hast doch nichts gegen die jüdischen Patienten. Nein, um Gottes Willen. Für mich gibt es keine zwei Sorten von Patienten. Ich möchte gerne, dass alle Patienten mit meiner germanischen Heilkunde überleben können und mit meinem Studentenmädchen. Nicht nur die jüdischen, die machen das ja sowieso, die praktizieren das sowieso seit 32 Jahren. Und die haben eine Überlebensrate von 99%, wie die israelische Botschaft ja veröffentlicht hat. In dem Buch Krebs, Stahl, Strahl, Chemo und Co. vom langen Ende eines Schauermärchens schreibt Philippe Day, der französische Krebsspezialist Professor Charles Matte erklärt erstaunlicherweise Folgendes. Wenn ich an Krebs erkranken würde, dann würde ich mich auf gar keinen Fall in einem herkömmlichen Krebszentrum behandeln lassen. Es haben nur die Krebsopfer eine Überlebenschance, die sich von diesen Zentren fernhalten. Und du eine neue Gesellschaft aufbauen möchtest. Ja, eine neue alte Gesellschaft. Das haben ja unsere Vorfahren, die Germanen, schon gehabt. Eine kotgerechte Gesellschaft. Mit großer Familie und mit einem geordneten Familienleben, wo es keine Herren gab und keine Sklaven gab. Während im alten Rom, weiß ich nicht was, 3/4 Sklaven liefen und nur 1/4 freie, so waren in Germanien alle Menschen frei. Und die lebten wirklich nach dem Code unseres Gehirns. Sie waren wirklich glücklich. Und das höchste Gut in Germanien war Freiheit. Das müssen wir auch wieder bekommen. Das, was wir zurzeit hier, diese Schrottgesellschaft, die wollen uns ja kaputt machen, damit sie uns besser beherrschen können. Ne? Diese Schrottgesellschaft wird uns einfach übergestülpt.
die ist eigentlich gegen unsere Natur. Ist alles ist gegen unsere Natur. Und der Hammer kommt nun und sagt, nee, die germanische Heilkunde lehrt uns, dass wir mit unserem Code der Natur leben müssen. Nur dann können wir glücklich sein. Und deshalb bekämpfen sie mich auch so.